Wenn er mich liebt, dann macht er das doch nicht, oder? Was hat das zu bedeuten, wenn er mich so schlecht behandelt? Ist das noch Liebe oder was? Fragst du dich das manchmal, weil dein Partner nicht gut mit dir umgeht? Ob er dich überhaupt wirklich liebt oder aus welchem anderen Grund er überhaupt mit dir Zeit verbringt? Vielleicht gibt es in deinem Leben ja jemanden, den du sehr magst, vielleicht auch liebst, der sich aber nicht eindeutig dir gegenüber verhält. Oder dein Partner bzw. deine Partnerin zeigt immer wieder ein Verhalten, was dich an der Liebe zweifeln lässt. Und du fragst dich, ob er dich wirklich liebt und wenn ja, warum er das dann mit dir macht. Dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Video erkläre ich dir, was es bedeutet, wenn er dich schlecht behandelt und ob es trotzdem sein kann, dass er dich liebt und ob du vergeblich auf Besserung hoffst, weil er dich gar nicht liebt. Am Ende erzähle ich dir noch von einem Fall aus meiner Praxis, wo Ines immer wieder Pech in der Liebe hatte, weil sie immer wieder Partner anzog, die nicht zu haben waren und wie sie die Ursache dafür in sich selbst heilte und dadurch ihre große Liebe fand. Ich bleibe mal während des gesamten Videos bei der männlichen Form, weil die meisten meiner Klienten weiblich sind und einen männlichen Partner haben. Es sind aber in allen Fällen immer alle Geschlechter gemeint. Da mir das aber zu unübersichtlich wird, wenn ich die ganze Zeit gendere, bleibe ich bei dieser Form. Also, dass ich von der männlichen Form spreche als derjenige, der dich im Unklaren lässt, damit du den Überblick behältst, von wem ich rede. Wenn dich solche Themen rund um Liebe, Beziehungen, Spiritualität und Seelenpartnerschaft interessieren, dann abonniere unbedingt meinen Kanal, schalte das Glöckchen an, damit du keine Videos mehr verpasst. Hallo, mein Name ist Nicole Susanne Ranke. Ich bin hellsichtiger Beziehungscoach, Akasha, Chronik und Seelenleserin, Autorin und Heilerin. Für meine Klienten sehe ich, was der Partner denkt, warum er sich so verhält, was er wirklich will und vor allem, warum das passiert. Ich analysiere ihr Karma, sehe, wie ihr Lebensweg verlaufen wird, wenn sie nichts ändern und löse mit ihnen altes Karma, Seelenverträge und andere Blockaden, hole Seelenanteile zurück für meine Klienten, damit sie danach befreit ihren wahren, göttlichen, glücklichen Lebensplan leben können, frei von Fremdbestimmung und Altlasten und wirklich auch eine glückliche Beziehung führen können. Diese energetische Arbeit ist seit 30 Jahren mein täglich Brot. So, genug der Werbung. In diesem Video erkläre ich dir, welche Verhaltensweisen ein Zeichen dafür sind, dass er dich liebt und welche anderen Zeichen dafür sprechen, dass er dich schon liebt, aber ein anderes Problem hat und welches das sein kann. Auch erfährst du am Ende, was du tun kannst, um selbstbewusst zu bleiben und wie du dich klar abgrenzen kannst, ohne ihn zu verschrecken. Denn wenn er dich wirklich liebt, dann wird er dich umso mehr lieben, wenn du diese Dinge tust. Am Ende verrate ich dir noch einen Trick, mit dem du nicht nur attraktiver und liebenswerter für ihn wirst, sondern auch zu dir selbst findest. Andrea, den Namen habe ich natürlich geändert, kam in meiner Sprechstunde vor einem halben Jahr, weil sie sich in einen Mann verliebt hatte, der am Anfang so charmant und wundervoll war, dass sie dachte, sie habe einen Seelenverwandten getroffen. Andrea ist eine selbstbewusste und beruflich erfolgreiche Frau. Sie schienen sich total ähnlich, dieser neue Mann und sie, und der Himmel war voller Geigen. Doch wie aus dem Nichts heraus fing er an, sie zu entwerten, zu streiten. Erst waren es Sticheleien, später wurden daraus immer heftigere Verletzungen, ja sogar auch Entwertungen. Manchmal tauchte er auch einfach ab und meldete sich nicht mehr. Wenn sie versuchte, ihn zu vergessen, tauchte er aber plötzlich wieder auf. Und wenn genug Zeit vergangen war, war er wieder so lieb und einfühlsam wie am Anfang. Andrea war von diesem ewigen Hin und Her so in Anspruch genommen, dass sie eine emotionale Abhängigkeit entwickelt hatte. Sie dachte Tag und Nacht ständig an ihn und versuchte, seine Verhaltensweisen zu deuten. Ob das ein Zeichen sei, dass er der Falsche war oder ob sie etwas falsch gemacht hat, was sie hätte besser machen können, ob er sie überhaupt will und wenn,
was er will oder ob er nur noch von seiner letzten Beziehung so angeschlagen ist und so weiter und so weiter. Du siehst, da gibt es vieles, was einem durch den Kopf geht, wenn man nicht so richtig weiß, wo man dran ist. Im Laufe der Zeit zweifelte Andrea immer mehr an sich selbst und ihr Selbstvertrauen ging immer mehr den Bach herunter. Denn sie war verliebt und wollte ihn gerne als festen Partner. Sie konnte sich gut vorstellen, dass sie beiden ein tolles Paar abgeben würden. Sie hatte so viele Punkte an ihm gesehen, die sie sich in einer Beziehung gewünscht hatte. Gerade am Anfang oder wenn diese Zeit kommt, wenn wieder der Himmel voller Geigen ist, also immer nach der Krise. Doch dann war er wieder so unnahbar, fast kalt und desinteressiert und nahm auf ihre Bedürfnisse keine Rücksicht und meldete sich einfach mehrere Wochen nicht. Was hat das also zu bedeuten? Kann es sein, dass er sie irgendwie doch liebt und dennoch so schlecht behandelt? Wie es mit Andrea weiterging und ob sie mit diesem Mann am Ende glücklich wurde, erzähle ich dir noch am Ende des Videos. Doch zuerst möchte ich dir die 5 Zeichen erklären, die darauf hindeuten, dass der Mensch, den du liebst, der nicht gut mit dir umgeht, beziehungsfähig ist. Ein Mensch, der beziehungsunfähig ist, kann nicht wirklich lieben. Es kann auch sein, dass er derzeit noch an seiner Ex hängt oder die aus einer alten Liebesgeschichte stammenden Wunden noch nicht ganz geheilt worden sind von ihm, weshalb er dich nicht lieben kann, dass er sich nicht ganz öffnen kann. Aber er will dann auch einfach keine Beziehung. Was auch immer, wenn du diese 5 Merkmale mit ihm erlebst, dann ist er derzeit beziehungsunfähig und liebt dich nicht. Denn so etwas würde dir niemals jemand antun, der dich liebt. Hier also die 5 Zeichen, die dir beweisen, dass er dich nicht wirklich liebt und nicht wirklich will. Erstens, das erste Zeichen ist Lovebombing. Wenn er dich anfänglich oder nach Phasen großer Distanz mit Liebesbekundungen, Versprechen oder großen Plänen für die Zukunft überschüttet, dass du seine große Liebe bist oder dass es noch nie so toll war, dass er noch nie jemandem so nah war, whatever. Wenn er extrem offen und begeistert von dir ist, das ist keine Liebe, das nennt man Lovebombing. Das ist die Idealisierungsphase, was ein Zeichen der Beziehungsunfähigkeit ist und keineswegs ein Merkmal der Liebe. Deswegen sei vorsichtig, wenn du dieses Merkmal vorfindest. Das zweite Zeichen, dass er dich nicht liebt. Kurz nach tollen Komplimenten von ihm und wie super er dich findet, folgt meist eine Phase der Missachtung, wenn er dich nicht will. Entwertungen, Beleidigungen oder auch kann es sein, dass er dich auslacht oder verächtlich ist mit dir. Beispiel, er weist dich ständig auf gewisse Schwächen bei dir hin, die eigentlich nicht so ausschlaggebend sein sollten. Jeder hat etwas, was er nicht gut kann oder wo er vielleicht nicht so stolz drauf ist. Das ist ganz normal. Wenn man sich liebt, dann liebt man auch diese Punkte. Doch wenn er dich nicht wirklich liebt, sondern nur benutzt, dann wird er seinen Frust und seine Minderwertigkeitskomplexe an dir ausleben, indem er dich entwertet und verächtlich zu dir ist. Oder er erzählt ständig davon, wie toll eine andere ist. Auch das ständige Berichten von seiner Ex ist so ein Missachtungszeichen. Wenn er dich wirklich lieben würde, würde er das nicht tun. Denn jeder weiß, dass dies das Vertrauen und die Liebe zerstört und nicht fördert. Scheinbar hat er aber gar keine Angst, dich zu verletzen oder dich zu verlieren. Wenn er dich also schlecht behandelt, dann sei vorsichtig. Denn dann spielt er mit dir nur Katz und Maus. Das dritte Zeichen. Das dritte Zeichen, eigentlich auch ein Zeichen der Missachtung, wenn man genau hinschaut. Er lässt dich warten. Ständig kommt er zu spät oder sagt die Treffen mit dir kurzfristig wieder ab. Auch dann, wenn er scheinbar gute Gründe hat, deine Bedürfnisse dabei so zu ignorieren. Wenn dies häufiger vorkommt und andere Zeichen auch zu treffen, dann liebt er dich keinesfalls. Denn wenn er dich lieben würde, dann wäre es ihm viel wichtiger, dich nicht zu verletzen und viel Zeit mit dir zu verbringen. Auch wenn er sehr oft
ewig braucht, um deine Nachrichten zu lesen oder zu antworten, ist das auf Dauer auch so ein Zeichen. Es kann natürlich sein, dass er viel zu tun hat oder er sich gerne Zeit lässt, um zu antworten. Doch wenn noch mehr Zeichen zutreffen, lässt das eher darauf schließen, dass er dich nicht liebt und andere Menschen für ihn gerade wichtiger sind. Viele spielen dieses Spiel halt auch mit mehreren möglichen Beziehungspartnern. Dieses Katz-Maus-Spiel. Das vierte Zeichen sind die ständigen Widersprüchlichkeiten, manchmal sogar in einem Satz. Dabei stimmen seine Worte und Handlungen nicht überein. Beispiel, er sagt, du seist ihm wichtig, aber er kümmert sich nicht wirklich um dich. Oder er sagt, du siehst wunderschön aus. Ein anderes Mal schwärmt er für jemand anderes oder flirtet heftig mit anderen. Wenn Mimik und Worte nicht übereinstimmen, ist es auch so ein Zeichen der Widersprüchlichkeit. Insgesamt kann man schon sagen, dass alleine schon diese Widersprüchlichkeiten als einziges Zeichen schon ausreichen, um darauf zu schließen, dass er nicht beziehungsfähig ist. Denn diese Widersprüchlichkeit zeigt eine Ambivalenz in dem Menschen, was die Liebe betrifft. Du kannst ihm nicht trauen. Das fünfte Zeichen ist, dass du viel grübelst über sein Verhalten, wenn du mit ihm zu tun hast. Denn dadurch, dass er sich so widersprüchlich verhält, dich ständig verletzt, andererseits so tut, als seist du ihm wichtig, wird dein Stammhirn in Alarm versetzt. Es löst in dir Ängste aus, Angst falsch zu sein oder Fehler zu machen und dafür abgelehnt zu werden, also Verlustängste, die wiederum sorgen dann dafür, dass du viel darüber nachdenkst, weil du ihn ja magst und vermutlich auch mehr möchtest, sonst würdest du das Video hier wahrscheinlich nicht schauen. Du verstehst ihn aber einfach nicht und weißt auch nicht, wie du ihm wirklich dauerhaft nah sein kannst. Denn er lässt dich nicht wirklich an sich heran. Andererseits willst du ihn auch nicht verlieren. Er ist eine tickende Zeitbombe, wo du nie weißt, was er eigentlich will, was er für dich fühlt, was er macht, ob er dir treu ist, ob du wirklich wichtig bist. Das zermürbt dich. Deshalb, wenn er dich schlecht behandelt, und das geschieht immer wieder, da liebt er dich auch nicht. Nochmal, ich spreche die ganze Zeit von einem Mann, aber es kann genauso gut sein, dass es sich hier auch um eine Frau handelt. Die Zeichen sind dabei genau dieselben und haben auch genau die gleiche Bedeutung. Noch ganz wichtig, du kannst ihn nicht ändern. Schütze dich, wenn diese Zeichen auftauchen. Wenn alle Zeichen zutreffen, kann es auch sein, dass er ein Narzisst ist oder eine andere Persönlichkeitsstörung hat. Vielleicht ein Borderline oder vielleicht ist er auch einfach generell pathologisch egozentrisch. Was auch immer. Es muss ja auch nicht pathologisch sein. Es kann auch einfach sein, dass er eine Bindungsstörung hat. Aber wenn alles davon zutrifft, dann klingt es schon ein wenig pathologisch. Und schau dazu dir einfach mal meine Videos an über toxische Menschen und toxische Liebe. Ich habe dir hier oben mal eines verlinkt, wie du toxische Menschen erkennst, damit du solche Menschen immer gleich erkennst und weißt, wie du am besten damit umgehen kannst und dich schützt. Solltest du häufiger solche Männer anziehen oder Menschen anziehen, dann kann es sein, dass du als Kind emotionalen Missbrauch erlebt und dadurch selbst ein Bindungstrauma erlitten hast. Was heute dazu führt, dass du immer wieder die falschen Partner anziehst, die emotional unzugänglich sind. Wenn du emotionalen Missbrauch erlebt hast, fällt es dir selbst auch schwer, einen Menschen zu lieben, der dich wirklich liebt. Und du suchst dir immer wieder jemanden, der nicht wirklich zu haben ist. Falls das so ist, dann schau auch mein Video dazu, emotionale Abhängigkeit. Das verlinke ich dir auch mal hier oben. Denn diese Traumata kann man heilen. Im Falle von Andrea, die immer mehr ihr Selbstvertrauen verlor, seit sie in Kontakt war mit diesem Mann, der mal auftauchte und dann wieder für längere Zeit nichts von sich hören ließ und ihr mal positive Botschaften sendete, sie dann aber auch wieder schlecht behandelte, gab es für sie plötzlich eine positive Veränderung. Denn in unserem Erstgespräch konnte ich klar erkennen, dass sie in der Kindheit ein Bindungstrauma erlitten hatte.
denn ihre Mutter war Vollzeit berufstätig und hatte für Andrea kaum Zeit. Als sie klein war, also als sie noch ein Kind war, gerade da hätte sie die Mutter so gebraucht. So wurde sie oft zur Oma abgeschoben oder war bei der Tante auf dem Bauernhof. Der Vater war leistungsorientiert und konnte Nähe nicht wirklich zulassen. So hatte sich bei Andrea auch nie ein wirkliches Urvertrauen in echte Selbstliebe entwickelt. Eigentlich hatte sie immer das Gefühl, andere nicht stören zu wollen und alles richtig machen zu müssen. Sie war im Beruf sehr erfolgreich und die Kollegen mochten sie auch alle. Sie war Ärztin und fast bei allen sehr beliebt. Für alle hatte sie ein offenes Ohr, doch tief im Inneren hatte sie starke Selbstzweifel, ob sie so okay sei, wie sie ist. Sie entschuldigte schnell die Fehler anderer und erwartete viel von sich selbst, weshalb sie oft über ihre eigenen Grenzen ging und sich nicht genügend schützte. Deshalb zog sie immer wieder Partner an, die eher egozentrisch waren und vorgaben, empathisch zu sein, es aber nicht waren. Wenn sie jemanden kennenlernte, dann dachte sie mehr darüber nach, ob sie ihm gefiel und weniger, ob er auch gut zu ihr ist. Schlechtes Verhalten des Mannes und insgesamt auch anderen Menschen gegenüber entschuldigte sie oft direkt. So wurde sie immer wieder Opfer von toxischen Menschen. Ja, wir haben in einem Coaching über 3 Monate an ihrem Trauma gearbeitet. Glaubenssätze gelöst und sogar etwas aus dem Ahnenkarma gelöst in ihrer Linie, was verhindert hatte, dass sie in ihre Kraft kam. Und schon nach kurzer Zeit fühlte sie ihre Selbstliebe und ihr Urvertrauen. Das Abgrenzen gelang ihr nun sehr leicht und die falschen Männer wies sie ab nun ab. Noch bevor sie sich verlieben konnte, so dauerte es nicht lange, bis sie einen Mann kennenlernte, der viele Jahre 2 Straßen weiter wohnte. Und sie kannten sich schon länger vom Sehen, doch er war ihr noch nie so recht aufgefallen. Durch ihr neues Selbstvertrauen kam sie mit ihm im Bioladen ins Gespräch und sie stellten fest, dass sie beide Mediziner sind und sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Sie verabredeten sich auf eine Walking-Runde und dort funkte es dann auch bei beiden. Er war schon länger Single. Die beiden kamen sich langsam immer näher und sind nun schon eine Weile ein glückliches Paar. Ganz ohne Dramen und ohne ewiges Hin und Her. Vielleicht kennst du jemanden, für den diese Botschaft auch gut sein könnte. Dann teile das Video gern, egal ob per Mail, Messenger, Facebook oder was auch immer. Hier kommt wie versprochen noch mein Trick für dich, wie du deine innere Mitte halten kannst, mit Selbstvertrauen. Denn Selbstliebe ist der Kern von allem. Wenn du lernen willst, dich selbst zu lieben, dann lade dir gerne den kostenlosen Leitfaden zu den 9 goldenen Regeln der Selbstliebe herunter. Du findest den Link in der Videobeschreibung zu dem E-Book hier unten. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Falls du auch mal mehr über Liebe, Beziehung, Trauma und toxische Menschen erfahren möchtest und wie du seelische Blockaden überwinden kannst, dann abonniere diesen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, egal ob persönlich, am Telefon oder hier in einem Video. Ich wünsche dir eine gute Zeit, deine Nicole.